Warte. Okay. So. Du kannst bereits Liegestütz, aber kommst nicht wirklich weiter. Du wirst nicht besser darin. Du hast keine Lust mehr dabei, noch die 400. oder 500. Wiederholung pro Training zu machen. Oder stagnierst sogar und kommst nicht weiter, schaffst nicht besser zu werden. Und da bietet sich an, mach einfach mal ein paar Variationen davon. Mach mal eine andere Form von Liegestütz. Belasse die Muskulatur mal einer anderen Bewegungsform und werde dann in der Grundübung dadurch besser. Und wir zeigen dir erstmal ein paar Variationen, die du machen kannst. Olli macht vor, ich führe die Kamera. Und zwar, Olli, ganz kurz, hier ist aber ein riesen Zoom drin. Ich sehe ja gar nichts. Hier ist ein mega Zoom. Kannst du mal raus an dem dicken Ding? So. Alter Vater. So, jetzt sehe ich dich. Also, ich starte normalen Liegestütz, die erklären wir jetzt nicht, die solltet ihr bereits beherrschen. Variationen davon sind, versetzt mal die Hände. Eine Hand geht weit nach vorne, eine ist etwas weiter hinten. In dieser Position macht ihr einen Liegestütz. Olli macht dann auch den Wechsel von der Seite zu Seite, wechselt um. Eine weitere Variation davon wäre jetzt, er macht diesen Wechsel sprunghaft. Jetzt haben wir wieder den Punkt der Explosivität mit in der Wiederholung drin. Sehr gut. Eine weitere Variation wäre, setzt die Hände weiter auseinander und macht die Übung jetzt so, dass ihr mehr auf den rechten Arm runtergeht und mal mehr auf den linken Arm runtergeht. Wenn ihr dabei jetzt auch wieder variiert, wie breit ihr die Arme auseinandersetzt, wird die Sache leichter oder schwerer. Mit ganz weiten Armen ist es sehr schwer, mit etwas engeren Armen pro Seite runterzugehen, haben wir einen anderen Reiz. Olli, mach ruhig mal. Mit sehr breiten Armen, mit fast langem Arm ist der Reiz maximal groß. Ihr spürt es auch sofort dabei, den Unterschied. Eine weitere Möglichkeit ist, die Hände ganz eng zu setzen, also Diamond-Push-Ups zu machen. Wir nehmen die Merkel-Raute und machen so die Liegestütz. Völlig andere Variation, fühlt sich auch anders an dabei. Und dritte Möglichkeit, wir ändern das Tempo, Explosivität. Normale Griffbreite, Olli geht runter und oben wird er klatschen. Super. Und da sind wir jetzt einige Variationen, die ihr anwenden könnt, um in Liegestütz besser zu werden. Zum Abschluss den Olli. Viel Spaß dabei. Immer noch da? Dann kann es ja gar nicht so schlecht gewesen sein. Lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal.